Servus zusammen, hier ist der Moritz von Update.de und heute geht es um Schutzhüllen bzw. um eine ganz bestimmte. Diese Schutzhülle habe ich bisher verwendet, das ist die von Apple, die originale Schutzhülle, Lederschutzhülle von Apple und bin nicht wirklich zufrieden. Also ihr seht, normalerweise ist das diese Farbe, so soll das normalerweise aussehen und nach 3 bis 4 Wochen sieht das Ganze so aus. Hier schwarze Ränder, hier nicht so toll, hier schwarze Ränder und so weiter. Deswegen habe ich mich auch nach einer Alternative umgeschaut und habe diese Hülle zur Verfügung gestellt bekommen. Die gibt es bei Amazon für 19,90 Euro, also echt ein Schnäppchen. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und was kann das Ganze? Oder gehen wir mal einfach mal durch, bevor wir das iPhone da einsetzen. Also im Inneren haben wir hier so ein Konstrukt bzw. eine Art Hülle. Die besteht aus hartem Plastik, Kunststoff und darauf befindet sich dann hier diese eigentliche Schutzhülle. Das Ganze besteht aus Kunstleder. Ich meine, bei dem Preis natürlich kann das kein echtes Leder sein, aber das fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und ihr seht, ich habe das jetzt 2 Wochen in Benutzung gehabt und da gab es jetzt keine irgendwelche Abnutzungserscheinungen. Und interessant ist vor allem diese Holzelemente. Also das habe ich auch noch nicht bei einem Case gesehen. Also wir haben vorne und hinten diese Holzelemente. Das ist Walnussholz in dieser Edition. Und dann gibt es noch diese Edition mit violetten Kunstleder und Kirschholz. Mir gefällt die schwarze Ausgabe mehr. Das wäre wahrscheinlich was für meine Freundin. Aber also das fand ich schon relativ gelungen. Im Inneren ist das Ganze mit Mikrofaser gefüttert, sodass dann keine Kratzer entstehen. Und ja, tun wir mal das iPhone einfach reinlegen. Einfach hier so, dass überall das geschlossen ist. Und ja, so sieht das Ganze aus, wenn das iPhone in der Schutzhülle ist. Ihr könnt das Ganze dann schließen und durch so einen Magnetstreifen schließt das dann halt auch automatisch. Ihr seht das. Es ist nicht ganz perfekt, also der Magnet könnte ein bisschen stärker sein, aber in der Hosentasche geht das nicht automatisch, also kann das ein bisschen verrutschen, ist aber nicht wirklich schlimm, weil es immer noch geschützt wird. Und man kann das halt mit dem Finger relativ leicht hin und her bewegen, aber normalerweise liegt das ja da und es geht nicht von alleine jetzt. Ihr seht, also auch so rutscht das jetzt nicht einfach so ab. Man kann jetzt auch nicht so machen, damit das aufgeht. Man muss halt auch immer eine zweite Hand verwenden, um das Case aufzumachen. Man kann jetzt nicht irgendwie so, ja, so wird es gehen. Aber es ist halt ein bisschen komplizierter. Also man braucht halt immer eine zweite Hand, um das Case aufzumachen. Das ist so ein Nachteil, den ich sehe. Aber ansonsten ist das Smartphone, also das iPhone, sehr gut geschützt. Also ihr seht an den Seiten mit dem Kunststoffrahmen, hinten mit dem Kunstleder und dem Holzelement und vorne halt auch mit dem Kunstleder und dem Holzelement. Ansonsten habt ihr halt hier die Aussparung für die Anschlüsse, damit ihr natürlich Musik hören könnt und das iPhone anschließen könnt mit dem Lightning-Anschluss. Und oben habt ihr auch den Power-Button. Hier sind dann auch die Aussparungen für lauter und leiser und den Mute-Switch. Und wie ihr seht, hinten haben wir nämlich auch einen Magnetstreifen verbaut. Also wenn ihr das Ganze aufgeklappt habt, damit das nicht so hin und her, also nicht so hin und her wedelt, sondern dann könnt ihr das einfach so machen und dann ist das fest an dem Case und dann könnt ihr das iPhone ganz normal verwenden. Ja, also ich finde das eine nette Idee, was auch noch eine Möglichkeit bietet, nämlich das Ganze hinzustellen. Das kann man nämlich einfach so dann hinstellen. Und kann man, weiß ich nicht, ein kleines Filmchen anschauen oder so und muss es nicht in der Hand halten. Ist natürlich jetzt nicht perfekt stabil, aber ich finde, das reicht das. Also normalerweise ist das ja eine Schutzhülle und das ist einfach so als kleines Extra, ist das auf jeden Fall eine nette Sache. Vorne haben wir halt die Aussparung für den Lautsprecher. Man kann also auch mit der Hülle zu einer Hülle telefonieren. Das habe ich auch ausprobiert, ist kein Problem. Und ja, wie viel kostet das? Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. 19,90 bei Amazon gibt es in den beiden Farben. Ich finde das Ganze relativ gelungen. Ich meine, ihr müsst halt bedenken, es erweitert natürlich die Ausmaße. Also es wird ein bisschen dicker, es wird auch ein bisschen schwerer.
Aber dafür schützt das ja natürlich ganz gut und es sieht vor allem auch relativ edel aus, wie ich finde. So, das war's mit meinem kleinen Hands-on von der Schutzhülle. Den ausführlichen Test bzw. den schriftlichen Test, den findet ihr auf appdated.de. Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.